Ja, und da alle guten Dinge drei sind, einen wunderschönen guten Abend. In einer guten Stunde beginnt das Spiel FC Bayern Paris Saint-Germain. Ich habe im Video von heute Mittag gesagt, ich tippe 2-1 für den FC Bayern München. Es ist Abendzeit und da kommt die Situation. Was gibt's eigentlich zu essen bei Robbe TV? Ich habe mir heute mal gedacht, klein aber feine Erbsensuppe kann man mal machen. Eben mal schnell in der Mikrowelle warm gemacht. Lecker, lecker, lecker. Im Warmhaltebox. Weil ich war diese Woche schon zweimal bei meinem Lieblingsrestaurant oder Fastfoodbude. Ihr kennt sicherlich. Ich werde diesen Namen jetzt nicht nennen, weil sonst müsste ich Werbung da oben einblenden. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Jetzt muss ich aber auch nochmal ein bisschen spülen, weil sonst habe ich ja auch keinen Löffel. So. Wenn wir eh schon mal dabei sind, warum spüle ich da nicht sofort alles? Ja. Ich habe schon wieder vergessen auszumachen. Dann kommt nämlich heute doch noch mal ein längeres Video. Muss ja auch mal sein. Dann werde ich nämlich jetzt hier eben zack einweichen lassen, gleich in der Zeit, wo ich esse. Na? Dann machen wir es halt so. Ja, Ordnung muss sein. So, jetzt mal eben einen Löffel für das Abendbrot gleich, für die Erbsensuppe. Und alles andere lasse ich dann mal eben einweichen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Essen fassen. So. Da seht ihr es. Eine schöne, kräftige Erbsensuppe. Die werde ich dann gleich essen. Und dann, ja, sehen wir uns dann gleich wieder zum zweiten Teil meines Spüle- und Abtrocknen-Vlogs. So, meine Freunde von Robin TV. Essen war richtig lecker. Ihr seht mich jetzt zwar nicht. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, meine zweite Kamera aufzubauen. Aber machen wir das Beste draus. Ihr seht ja, was ich mache. Jetzt ist das nämlich alles schön eingeweicht. Zack, zack, zack. Ganz viel Besteck hat sich ein bisschen aufgesammelt in den letzten 2 Wochen. Ja. Schaut mal. Ja, warum ich die Tasse jetzt hier stehen habe, keine Ahnung. Aber fröhliche Weihnachten euch. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Kann ja sein, dass ihr das Video kurz vor Weihnachten schaut. Da kann man ja frohe Weihnachten wünschen. Oder ihr schaut das vor Ostern. Dann wünsche ich euch frohe Ostern. Man weiß es ja nicht. So. Jetzt drehe ich mal die Kamera. Zack.
Jetzt seht ihr auch mich. Ja. Ich sag mal, und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und scheißegal, Schützenfest feiern. Jedes Jahr da tagelang und Schützenfest feiern. Jedes Jahr da tagelang Schützenfest feiern. Jedes Jahr da tagelang Schützenfest feiern. Na 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 na. So, und ich würde mal sagen, nach der ganzen Ordnung und so, wünsche ich mir jetzt einen schönen Fußballabend, euch einen schönen Wochenanfang. Kann ich euch nochmal eben schnell mein Fach zeigen. Zack. So, zeige ich euch nochmal eben mein Fach. Alles schön ordentlich, oder? So sieht man das doch gerne. So, ich bin nochmal auf meinen Balkon gegangen. Immer noch schöner, leichter Landregen. So mag ich das. Super Luft. Ich wollte erst meinen Fernseher nach draußen stellen, aber da ist es mir dann noch zu kalt. Ciao mit V, Robin. Tschüss.